Ist hier ein Arzt anwesend? Ihr kennt diese Frage, wenn man Flugzeuge in einer kippt um und dann wird geguckt nach einem Arzt. Naja, ich bin kein Spezialist in Fischkrankheiten. Gott sei Dank nicht, ich bin bisher relativ verschont geblieben davon. Aber jetzt beim Neubesatz hat es mich dann doch erwischt. Weißpünktchenkrankheit oder Ichthyo. Und da möchte ich ein bisschen einsteigen in die Thematik allgemein Krankheiten und Behandlungsmöglichkeiten, aber jetzt hier auch im Speziellen mit dieser doch recht verbreiteten Weißpünktchenkrankheit. Ja, ich bin ein großer Freund von der Theorie, dass die Krankheiten latent immer da sind. Das heißt, die Erreger sind in unseren Becken, wie auch bei uns in der Umwelt. Nur es ist immer die Frage, wie gut ist unser Immunsystem gerade momentan aufgestellt, und hier bei den Fischen, wie fit sind sie und wie gut können sie sich gegen diese Erreger wehren. Ja, bei diesem Neubesatz sind leider zwei etwas unglückliche Faktoren zusammengekommen, nämlich von meinen zwei Sponsoren habe ich das irgendwie ein bisschen schlecht getimt. Das sind also praktisch die Fische fast zeitgleich gekommen. Das hätte ich ein bisschen besser hinkriegen sollen, aber beim einen bin ich persönlich vorbeigefahren auf dem Rückweg von München und da war der andere Termin auch schon gesetzt und so kamen die mit einem Tag, ja, Unterschied und das war natürlich nicht glücklich. Diese Weißpünktchenkrankheit ist auch eine typische Stresskrankheit, die bei Neubesatz gern auftritt. Ich habe selten gehört, dass das in laufenden Becken kommt, sondern es ist so, ja, die Tiere sind vom Transport natürlich gestresst. Sie kommen in eine neue Situation, in neue Wasserwerte und in ein neues, ja, territoriales System jetzt. Vorher waren ja schon Salmler und auch Zwergbuntbarsche drin und auch die Ottos waren schon drin. Und interessant, der Altbesatz hat nicht so viel abgekriegt. Hier ein Otto habe ich entdeckt, der hat ein paar kleine Pünktchen gehabt. Und ich hatte auch das Glück, dass ich die Pünktchen gerade in der Entstehungsphase entdeckt habe. Ja, also es waren wenige Tiere mit ein, zwei Pünktchen. Also noch nicht verbreitet, das kann rasend schnell gehen und ich habe da von Fällen gelesen, wo es den gesamten Bestand dann dahin gerafft hat. Also immer gut, wenn man gleich von vornherein eingreifen kann. Normalerweise bin ich überhaupt kein Typ, der gern so die medizinische Geschichte einsetzt, sondern ich probiere das erstmal auf dem natürlichen Weg über Huminstoffe. Habe auch da schon ein Video drüber gemacht, wie man erfolgreich. Das war so eine bakterielle Verpilzung, ja, mit einer Überdosis an Huminstoffen, auch da ganz gut arbeiten kann. Ja, hier war das allerdings jetzt ein bisschen anders. Stell dir vor, du hast da einen Besatz und von mehreren 100 €, ja, da machst du nicht lang rum. Und bei dieser Krankheit ist das Tückische, dass dieser Erreger, ich erkläre noch mal ein bisschen nachher genauer, was der so macht und wie der das macht, oft auch die Kiemen anfällt und die Tiere leiden dann unter Sauerstoffmangel. Also das Erste, was ich mal gemacht habe, ist hier einen Sprudelstein rein und um den Tieren auch ein bisschen mehr Ruhe zu gönnen, habe ich auch die Beleuchtung runtergefahren. Das heißt, du beleuchtest weniger, natürlich sind dann die Pflanzen auch nicht mehr so in der Lage, Sauerstoff zu produzieren und da musst du ein bisschen dagegen arbeiten. Ja, wenn du den Sprudelstein dann noch unter die Pumpe installierst, dann hast du einen, ja, einen schönen Eintrag von Sauerstoff. Und natürlich kommen Huminstoffe rein. Ich habe gleich mal vier, fünf große Blätter von Seemandelbaum rein. Ja, das ist immer gut, wenn man da auf mehreren Ebenen arbeitet. Da sind antibakterielle Wirkungen drin und die sind absolut förderlich. Ja, ein großer Wasserwechsel zu Beginn der Behandlung ist wichtig, um diese Schwärmer schon mal ein bisschen rauszubekommen. Das heißt, die Erreger, die auf der Fischhaut sitzen, die werden von den meisten Medikamenten nicht angegriffen, sondern es sind nur diese Stadien, die sich also frei im Schwärmertum sozusagen im Freiwasser bewegen. Um dass die schneller schlüpfen, ist eine Erhöhung der Wassertemperatur. Ich fahre normal so 3, 24 Grad, jetzt habe ich auf 26 das erhöht und ja, damit schlüpfen die schneller und können dann auch schneller
von den Medikamenten beseitigt werden. Ja, ihr seht auch hier bei den Aufnahmen viele fitte Tiere, die nicht befallen sind. Und das ist natürlich gut, wenn man das gleich am Anfang entdeckt. Ja, was ist das für ein Kerl, der das so hervorbringt? Jetzt ein Name, Leute, da brauchst du echt eine spezielle Lateinausbildung. Ichthyophytirius multifilisis oder so ähnlich. Er hat einen coolen deutschen, eine coole deutsche Übersetzung. Das bedeutet nämlich Fischlaus mit vielen Söhnen oder Töchtern. Das heißt, der Parasit, der bohrt sich in die Fischhaut rein und der Fisch ist sozusagen der Wirt. Und dann entlässt er immer wieder diese Schwärmer, die in der freien Natur sich eben dann das neue Opfer suchen, was sie halt nicht so gut finden, weil da die Besatzdichte nicht so hoch ist. Bei uns im Becken kann das allerdings relativ schnell sich ausbreiten, weil eben da viel Fisch auf wenig Liter zusammenkommt. Ja, wenn der Parasit dann satt geworden ist und groß genug, dann verlässt er den Fisch, sinkt zu Boden und ist in so einer Schutzhülle praktisch drin. Und er beginnt sich dann zu teilen. Und wenn diese Kapsel dann ihre Tochterparasiten sich da drin vermehrt haben, dann platzt die Hülle auf und diese Schwärmer kommen ins Freiwasser. Und da sind sie dann auf der Suche nach einem neuen Fischwirt und da sind sie auch angreifbar. Also das ist das, wo die Medikamente praktisch ansetzen. Ja, und man kann das schon vor dem Ausbruch der Krankheit teilweise sehen und das habe ich auch bemerkt. Und das ist dieses immer wieder Scheuern, wenn sie sich so an Gegenständen und Pflanzen so entlang scheuern. Ja, das sind praktisch diese kleinen Erreger schon auf der Haut eingedrungen und der Fisch merkt es, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und ja, wir kratzen uns. Na gut, er hat nun mal wenig Arme, um das zu machen, also scheuert er sich. Ja, und teilweise siehst du es auch an einem veränderten Schwimmverhalten. Sie schießen manchmal so ruckartig durchs Becken. Fortgeschritten magern sie langsam ab, werden apathisch und sterben dann irgendwann. Ja, nachdem ich also das Mittel vorschriftsmäßig eingebracht habe, also da muss man im Abstand von einem Tag immer nachdosieren. Normalerweise genügt die zweifache Dosierung, also an einem Tag und dann am übernächsten Tag nochmal. Ich habe dann bei mir allerdings nochmal ein paar Tage später nachdosieren müssen, weil die Pünktchen wieder da waren. Ja, und das ist auch relativ normal, weil man ja immer nur den Schwärmer erwischt, aber die abgekapselten Erreger noch da sind und ein paar Tage später wieder neue Schwärmer praktisch bilden. Und so kann es sein, dass man hier nochmal nacharbeiten muss. Ja, das hat ganz gut funktioniert und ich war doch, muss ich sagen, ein bisschen innerlich angespannt, weil Neubesatz und da möchtest du nicht unbedingt gleich große Ausfälle haben. Ja, ich fasse die Maßnahmen nochmal ganz kurz komprimiert zusammen. Also erstens Sauerstoff ins Becken bringen durch eine Membranpumpe. Zweitens Licht ein bisschen dimmen. Die Tiere sollen ein bisschen schattiger gehalten werden, um da zur Ruhe zu kommen. Ja, dann Tag 1, Tag 3 die entsprechende Dosierung. Ich habe also Costa Pur F von Sera verwendet, gibt da verschiedene Firmen. Habe mir das empfehlen lassen von Jack von Aquatech. Vielen Dank nochmal. Und die Nachdosierung folgt dann am 5. und 7. Tag in Fällen, wo das also nicht gereicht hat. Das sind so die Maßnahmen. Ach ja, halt, Huminstoffe natürlich. Ja, Huminstoffe nochmal reinbringen. Ich habe auch von Joachim Mund nochmal das Huminpulver kräftig reindosiert. Das ist auf jeden Fall immer positiv. Ja, und wenn die Behandlung dann erfolgreich war, ist es natürlich super, wenn man irgendwie das Medikament auch wieder rausbekommt aus dem Becken. Ja, und da haben wir hier bei mir ein kleines Problem gehabt. Durch das, dass ich keinen externen Filter an dem Becken laufen habe, war das etwas schwierig. Ja, das ist ja ein diffusionsgesteuertes
Aquarium, das heißt, alle Filterprozesse laufen innerhalb des Aquariums, einmal über Bodengrund und über eine 5 cm Diffusionsfiltermatte ab. Strömungspumpen sorgen für die Wasserzirkulation. Ja, wer da genauer nochmal sich informieren möchte, da habe ich eine Filterlos-Serie, die die einzelnen ja, Steps nochmal so ein bisschen zeigt. Ja, wie gesagt, der Altbestand, das haben wir gerade gesehen bei dem Trifasciata, der war nicht wirklich betroffen. Da die Tiere hatten ein ja, stark genuges Immunsystem, eine gute Abwehr. Es waren also nur die neuen Tiere. Ja, und da musste ich jetzt irgendwie reagieren, weil ich wollte schon das Mittel irgendwie rausbekommen und habe mir dann tatsächlich einen Filter gekauft, ja, von JBL habe ich den relativ günstig bekommen und habe den dann mal für eine kurze Zeit von wenigen Tagen angeschlossen, habe ihn also bestückt mit Aktivkohle in einem, das sehen wir nochmal unten, mein Aquarienschrank, da hat er gerade noch so reingepasst, war gerade noch Platz dafür und dann habe ich eben immer wieder auch den Sand ein bisschen aufgewirbelt, dass dann ein bisschen die Medikamentenrückstände sich lösen und habe da 2, 3 Tage ihn durchlaufen lassen, so dass ich möglichst viele von diesen Rückständen rausbekomme. Ja, ihr seht hier auch eine gewisse Wassertrübung, das heißt, das sind immer wieder Schwebeteilchen. Ich habe eigentlich gedacht, ja, mit dem Filter, der zieht die da alle raus, aber Pustekuchen. Das sieht man wieder, ein Filter ist nicht das Allheilmittel für alles. Filter ist auch keine Garantie für glasklares Wasser. Ich habe also in meinen anderen diffusionsgesteuerten Becken wirklich sehr klares Wasser. Da ist also diese Trübung nicht und es ist eindeutig, dass dieses Becken noch in der Einlaufzeit ist und die braucht bei den diffusionsgesteuerten Aquarien, also meiner Erfahrung nach, fast doppelt so lang wie bei traditionell gefilterten. Ja, also ich rechne hier auch wieder mit 6 bis 9 Monaten. Dass ich absolut klares Wasser und eine stabile ja, Wasserbiologie habe. Und dann denke ich, sieht es auch wieder richtig tippitoppi aus. Ja, habe ich Tiere verloren, wird sich der ein oder andere fragen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe also keine gefunden, die tot waren. Und beim Durchzählen ist immer schwierig in der Menge. Aber ich habe das Gefühl, dass ich keine Ausfälle hatte. Hier sieht man nochmal meinen Lieblingsblick momentan. Wenn morgens das Licht noch aus ist, durch die Seitenwand durch, das genieße ich total, ja, wenn diese Neons da so, ja, durchscheinen. Okay, ihr Lieben, das soll es gewesen sein hier mit diesem Video über diese Fischkrankheit. Ich hoffe, ihr konntet für euch was mitnehmen. Ich hoffe, ihr bleibt verschont vor solchen Geschichten. Aber wenn es euch mal trifft, wichtig ist da die Ruhe zu bewahren und dann aber auch wirklich zielgerichtet zu handeln. Das nicht einfach so laufen zu lassen, na, ich guck mal, was passiert, sondern einzugreifen. Bei manchen Krankheiten kann man die befallenen Fische auch rausfangen. Das war jetzt hier nicht möglich, eben weil die Schwärmer da im Wasser bleiben und das bringt dann letztlich nichts. Aber bleibt da ruhig, bleibt da gelassen und dann kommt ihr da schon durch? Ein Abo, ein Like, ein Kommentar wäre wunderbar.